Meine geliebte Ada. Immer wieder dieselben Worte, mit denen mein Brief beginnt. Könnte einer die aktuellen Berichte der Wehrmacht lesen, so würde er in Panik geraten. Uns ist es noch nie so schlimm ergangen. Ich habe immer noch keine Nachricht von dir. Ich habe den Eindruck, dass dieser Krieg nie enden wird und dass es noch einige Zeit dauern wird, ehe ich zu euch nach Berlin zurückkehren kann. Wir haben fast alle Hauptprobleme. Die Kämpfe sind blutig und entsetzlich. Ada, bitte behalte dein Lächeln mit den Grübchen. Bitte verliere nicht die Hoffnung, mich wiederzusehen. Mein Schatz, das ist ein Brief von Papa. Hier steht: Mein lieber Rudi, ich hoffe, du passt gut auf Mama auf. Wenn ich zurückkomme, verspreche ich dir, dass wir zum Brandenburger Tor gehen. Hier im fernen Osten habe ich eine wunderbare Welt entdeckt. Ich bin Tieren begegnet, die ich nur in Büchern gesehen hatte. Mit den Russen haben wir... Das ist ein Spiel. Hör mit. Guten Abend. Du hattest Angst vor dem Lärm, oder? Ich heiße Elias. Und wie heißt du? Du sprichst nicht viel, oder? Rudi? Ich heiße Elias. Keine Angst. Stopp! Halt! Halten Sie an! Warten Sie. Bewegen Sie sich nicht. Stecken Sie sich schon lange hier? Würde ich sagen. Es ist nicht leicht, hier ein Zeitgefühl zu behalten. Sind Sie Schriftsteller? Das bin ich. Zumindest war ich einer vor dem Krieg. Schon seit 2 Jahren will er nicht mehr. Seit sein Vater gehen musste. Ist er an der Front? Haben Sie keine Angst? Hier allein mit ihm zu sein? Oder weil Sie Jude sind? Thank you.
glaube nicht alle Dummheiten, die mir erzählt werden. Je sais que tu m'attends. Was ist los? Sie sind ganz bleich. Alle Mieter sind seit langem geflohen. Wir sind die Einzigen, die übrig geblieben sind. Und jetzt ist da oben alles zerstört. Hier ist es für Sie sicherer. Glauben. Ein neuer Brief von Papa. Mein lieber Rudi, ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Hier im weiten Osten geht es uns gut. Heute habe ich einen Eisbären gesehen. Diese Tiere sind so groß und so beängstigend, aber sie sind schön. Jetzt bist du sicher gewachsen. Aber keine Sorge, wenn ich zurückkomme, werde ich alle meine wunderbaren Abenteuer mit dir teilen. Mama hat mir vom Versteckspiel erzählt. Ihr habt das perfekte Versteck gefunden. Und da sollt ihr bleiben, damit ich euch finden kann. Ich hab dich lieb. Il vogua quelque temps. Il vogua quelque temps encore dans les eaux de la Sicile. Les eaux. Les... Oh, Französisch ist schwer. Ich habe Bücher auf Russisch, wenn Sie möchten. Das ist leichter. Rudi! Nein, nein, lassen Sie. Warum stehlen Sie die Briefe? Was soll das? Antworten Sie, was soll das? Ich leihe mir bloß die Briefe, dann lege ich sie zurück. Es ist keiner mehr da, der sie lesen könnte. Es ist meine Art, mich lebendig zu fühlen. Ich ernähre mich von den Worten der Leute. Das darf nicht wahr sein. Ich tue niemandem etwas Böses. Haben Sie die Briefe meines Mannes geöffnet? Wie können Sie es wagen? Nein, lassen Sie mich! Es tut mir leid. Ich würde dir gern einen Brief vorlesen. Meine liebe Elsa, du fällst mir unheimlich. Ich hoffe, deine Mutter und du habt es geschafft, das Land mit seiner Blumenpracht zu erreichen. Hier in Berlin nimmt das Leben weiterhin seinen Lauf.
Im Keller habe ich einen kleinen Jungen und seine Mutter hausgenommen. Das sind liebenswürde Leute. Der kleine Junge erinnert mich sehr an dich. Zeichne ich dein Porträt, um dich in meiner Nähe zu spüren. Jeden Tag denke ich an unser Wiedersehen, egal wo es sein wird. Danke, dass Sie ihn ins Bett gebracht haben. Sie hatte das gleiche Alter wie Rudi. Als sie mit ihrer Mutter abgeholt wurde. Ich behalte die Hoffnung, dass sie immer noch leben und wir uns nach dem Krieg wiedersehen. Die Briefe, die ich erfinde, sind auch meine Hoffnung. Schau mal. Papa!